So, und damit willkommen zu einem neuen Part. Ja, Minecraft Arno ist es. Ich werde jetzt ein bisschen durchspielen. Ich werde jetzt ein bisschen länger aufnehmen. Und deshalb wird es in den nächsten Parts vielleicht nicht unbedingt eine Begrüßung geben. Mal schauen. Aber jetzt erstmal seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum. Zu dem neuen Part Minecraft Arno. Wir sind wieder hier in der Welt von Minecraft Arno und dann weiter geht's. Mal sogar ein paar Samen bekommen. Das dürfte reichen, um uns den lieben Klaus mal zum Freund zu machen. Klaus das Huhn, wo ist denn das abgeblieben? Ist das über Nacht verschwunden? Wurde das von den Zombies und Skeletten getötet? Klaus, ich habe dir ein bisschen was an Samen. Klaus, wo bist denn du? Wo bist denn du geblieben? Ich sehe keinen Klaus. Klaus, mein liebes Hühnchen. Ein Schaf. Ein Schaf ist aufgetaucht. Da, wo ist Klaus? Ist Klaus den Abhang runtergefallen? Oder was? Du bist nicht Klaus. Nee. Du bist ein Schaf. Na, wie auch immer, Klaus hat uns auf jeden Fall ein paar Eier gelassen. Da können wir zumindest mal ein schönes Frühstücksei essen. Kann ich das denn überhaupt essen oder kann man das nur werfen? Nein, man kann sie scheinbar nur werfen. Schade. Ich ging davon aus, ich könnte eines essen. Aber gut. Dann mal den Abhang hinab. Vielleicht war Klaus noch auf dem Weg. Oder man kann ein Ei zu einem Huhn machen. Geht das vielleicht auch irgendwie? Oder geht das gar nicht? Geht doch bestimmt irgendwie. Weiß bloß noch nicht wie. So. Giovanni Mau. Durch den Stein können wir uns schlecht durchbauen. So, hier unten habe ich alles abgeerntet, was an Grasbüschen da war. Können wir einen Huhn mal hier hinwerfen oder wird das nichts? Nee. Okay, so scheint das nicht zu gehen. Ich meinte mich mal belesen zu haben, dass das so funktioniert. Haben wir genug Schafe, dass wir uns irgendwas Neues Bett craften können oder sollen wir unser Bett mitnehmen, wenn wir jetzt hier durch die Gegend rennen? Wow, eine Höhle. Oh, Klaus, bist du es? Bist du hier runtergekommen? Klaus, mein kleines Huhn, du bist es doch, oder? Hier in der Höhle hast du dich des Nachts versteckt. Da folgt es mir. Können wir es jetzt zähmen? Nehmen wir hier ein paar Dinge hier verbrauchen. Ich tue mal eines verfüttern. Okay, es kann nicht zu viele gleichzeitig. Folgt es uns jetzt trotzdem. Liebesmodus. Ja. Ich denke, so geht's. Klaus, komm mal mit hoch. Ich glaube, wir müssen unser Bett mal mitnehmen. Vorsichtshalber könnten wir das mal machen. Das bringt es auf jeden Fall. Na, wer weiß, ob wir genug Schafe und genug Holz kriegen, um uns ein neues zu craften. Klaus, kommst du mit? Klaus, ich tut hinten bleiben.
Komm mit, mein Huhn. Na komm. Komm mit mir. Folge mir hinauf. Das war doch dein Zuhause hier auf dem Berg. Folge mir hinauf. Es kommt. Das Hühnchen. So. Zack, 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 zack. Und rauf geht's. Immer schön gucken, dass Klaus noch mit dabei bleibt. Kommst du? Ein Hühnchenname. Na, mein Kleiner. Ist jetzt hier vorerst mein Haustier. Ein bisschen etwas Besseres von der. Ach, Klaus ist schon gut. Gibt nicht viel, was besser sein könnte. Aber vielleicht finde ich irgendwann mal ein Ocelot. Das ist dann doch schon sehr schön. So, ich baue mal mein Bettchen ab. Damit wir auch irgendwo anders mein Haus errichten können. Und die Werkbank. Damit wir craften können. Ist vielleicht nicht gerade schlecht. Weil wir da gewappnet sind. Klaus folgt mir weiterhin. Ja, noch folgt er mir. Ich habe die Samen in der Hand, die ihn anlocken. Jo, dann gehen wir jetzt mit dem lieben Hühnchen auf weite Wanderung. Ich hoffe, das Hühnchen übersteht das. Ich will meinen lieben Klaus nicht verlieren. Oha! Klaus? Ist der oben geblieben oder was? Ach Mensch. Uah, ich kriege hier Fallschaden. Komm. Die Items verlieren wollen wir nicht. Guck ich mal nach Klaus, wo der denn geblieben ist. Ach Klaus, da bist du. Warum kommst du denn nicht mehr mit? Kommst zu Daddy. Komm mit runter. Hier ist sogar schon eine Treppe. Die können wir folgen. Nach unten. Nächster. Das Hühnchen ist scheinbar noch nicht ganz gezähmt. Wow. Ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht zu viel Fallschaden kriegen. So ab durch die Ebene. Und weiter voran. Zu neuen Orten. Klaus. Mit hier kommt. Mir ist was zu futtern hier. Genug habe ich davon. Komm, steh mit. Vielleicht kann ich dich damit durchzähmen, dass ich dir mal was zu futtern gebe. Ich glaube, das hier irgendwann. Jetzt muss ich mich immer umschauen, dass das noch mitkommt. Das Hühnchen. Ein Ei gelegt. Na dann. Als Frühstücksei dient das wohl eher weniger, aber ja, komm schon. Ich und mein Huhn. Durch die Ebene. Ein Schwein. Das könnte man sich auch unter Umständen züchten. Aber ich und mein Huhn sind erstmal gut miteinander. Oder? Kommst du doch mit? Wird schon wieder düster oder was? Ist das nur. Scheint das mir nur so. Da haben wir heute nicht viel geschafft im Tag. Dann sind wir hier nicht sehr weit gekommen. Ja, es wird schon wieder nachts. Wie schnell vergehen denn hier diese Tage? Ach man. Ich komme hier an dieser Seite nicht hoch. Komme ich an einem anderen Teil des Berghanges besser hoch. Hier vielleicht. Kommt der Klaus mit. Gehen wir hier mal entlang. Ich hoffe, dass hier Klaus nicht vom nächsten Enderman oder vom nächsten
Zombie getötet wird. Oder ich. Oh, ich habe Hunger. Ich müsste mal vielleicht mal was mampfen. Hähnchenfleisch. Nee, Hammelfleisch. Puh. So. Habe ich keins mehr? Reicht aber fürs Erste. Oha. Jetzt ist mir der Klaus verloren gegangen. Weil ich meine Samen aus der Hand gelegt habe. Nein. So. Hinauf, 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 hinauf. Da sind wir auf dem nächsten Berg angekommen. So, umgucken, dass hier keine Creeper rumchillen. Die springen uns nämlich gerne in die Luft. Das fände ich dann nicht so toll. Der Klaus, der bleibt immer noch bei mir. Vielleicht haben wir den bald mal gezähmt. Haben schon viele von den Samen an ihn verfüttert. So. Da sehe ich eine Art Wüste. Oder Sandstrand. Werden wir durch die Wüste wandern oder was? Aber ich glaube, erstmal baue ich mir hier irgendwo mein Bett hin. Am besten hier hin. Wir haben hier noch kein Dirthaus, aber ja, das Dirthaus steht da drüben. Aber man kann ja auch an der frischen Luft mal eine Nacht über wintern. So, aus dem Weg, Klaus. Ich leg mich mal kurz schlafen. So, ich hoffe, Klaus ist nicht abgehauen. Nein, der steht da noch ganz brav. So, mein Hühnchen ist noch bei mir. So, kommst du wieder mit? Können wir das auch irgendwann so zähmen, dass es mir bedingungslos folgt, ohne Samen? Oh, ich sehe einen Creeper. Das gefällt mir gar nicht. Schnell weg hier. Nicht Klaus' Leben hier riskieren. Ich höre Zombies. Sehe Creeper. Oh wei. Creeper, 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 Creeper. Ah, verdammt. Zweig ist hart auf den Boden aufgeschlagen. Wieder erscheinen. Och nee, jetzt bin ich ganz woanders. Und mein Bett ist weg. Och nein. Hier wieder im Waldgebiet hier. Nee, nicht ganz von vorne, ja. Ach du Schande. Ist doch nicht wahr. Und Klaus habe ich auch verloren, der ist noch drüben. Im anderen Gebiet. Ich glaube, wir rennen mal hier ganz schnell durch. Um mal hier zum Gebirge zu kommen. Wir wissen ja ungefähr, wo es war. Ach Mensch. Ist das traurig. Aber wir finden noch ein neues Bett. Und das Dirthaus ist ja sichtbar. Na dann, ab durch die Mitte. Dass wir in die richtige Richtung laufen. Über die Lichtung und dann wieder hoffentlich zu unseren Items, die da noch rumliegen. Zu viel Fallschaden. Ach, Mann. Ein Pferd. Das können wir noch nicht zähmen und noch nicht satteln. Dann ging das Ganze viel schneller. Erdblock. Vielleicht finden wir eines Tages dann wirklich mal unser Dirthaus wieder. Unsere Werkbank und unser Bett. Und generell unsere Items.
Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Aber egal. Ein Schaf. Wir müssen Schafe schlachten. Wir müssen uns wieder Stoff für Betten besorgen. Schaf. Ich will dir wieder eine Wolle. Dann gib mir deine Wolle. Eine Wolle habe ich. Und raus hier aus der Höhle. Bin ich denn hier gelandet? Ne, ist noch ein Schaf. Okay. Was mache ich hier? Im Erdloch? Ich bin doch kein Hobbit. Dass ich in einem Loch im Boden wohne. Na komm. Die treiben sich jetzt hier in den Erzlöchern rum. Die Schafe. Sind Hobbit-Schafe oder was? Na, das ist doch hier ganz doof. Krieg ich dich doch niemals scharf. Was? Keine Wolle? Doch, Wolle. 2 von 3 Wolle. Jetzt muss ich noch mal Holz abbauen. Das ist vielleicht gut. Bevor ich dann leer ausgehe. Ein bisschen Holz auf Vorrat ist nicht schlecht. So, 3 Holz reicht erstmal für ein Bett. Soweit ich weiß. Oder nicht. Egal, wir finden auf dem Weg auf jeden Fall noch Holz. Ein drittes Schaf bräuchten wir noch. Das ist wichtig. Eine Kuh sehe ich. Ein schwarzes Schaf. Was hüpfte da? Sah da etwas hüpfen? Oh, ein Kaninchen. Ja, mit Karotten kann man die sich, glaube ich, züchten. Kaninchen. Springst du auch auf Samen an? Kaninchen. Ich habe hier Samen für dich. Nein, das hüpft weg. Das will nicht bei uns bleiben. Müssen wohl Karotten holen. Du Kuh. Du magst dir auch nicht die Samen. Das sind wohl Hühnersamen. Naja, wie auch immer. Ein bisschen Fleisch haben wir wieder zum rohen Verzehr. Ein Schaf. Gib mir deine Wolle. Die Kuh wollten wir nicht schlagen. Das ist ein schon mal eben Nebeneffekt. So, 3 Schafswolle und 3 Holz. Noch ein bisschen mehr Holz holen. Damit wir uns vielleicht auch noch eine Werkbank bauen können. Bett und Werkbank ist jetzt das Wichtigste. Da sind aber große Bäume hier. Scheint ein Dschungelgebiet zu sein oder so. So, Handwerk. Eine Werkbank. Das hätten wir. Die platzieren wir mal hier. Okay, da wollte ich sie nicht platzieren, aber auch gut. Na, verwenden. Kann ich die Werkbank nicht verwenden oder was? So, gut, ein Bettchen. Zack, da wäre das auch geregelt. Dann können wir nachts wieder schlafen. Das ist sehr gut. So schnell geht das. Brauchen wir keinen ganzen Part mehr für. Und voran. Ich glaube, unser Gebirge, unser kleiner Hügel, das finden wir nicht mehr. Unsere Items. Oh, ein paar Klausianer. Ein paar andere Hühnchen. Oh, habe ich die alle weggeworfen. Weiter, weiter, immer weiter. Voran. Irgendwann kommen wir an ein gutes Gebiet. Suchen wir schon mal nach
einem Ort, wo wir unser Haus aufschlagen können. Hier in diesem Wald mache ich das ungern. Wälder sind nicht so mein Wunschgebiet. Ein Gebirge hätte ich gerne. So am Fuß eines kleinen Berges. So ein bisschen könnten wir was machen. Ui. Spinne! Huhahaha! Spinne! Scheiße! Die killt mich doch wieder. Spinne! Nein! Weg da! Weggeschwommen! Wie schwimmt man? So schwimmt man. Hui, gleich ins Wasser hier. Spinne folgt mir durchs Wasser oder was? Oh wei. Oh je. Wir sollten uns mal schlafen legen. Sonst werden wir hier noch nachts gekillt. Hier mal ein Bett aufbauen direkt am Ufer. Zack und rennen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Der nächste Tag sieht wieder besser aus. So, dann können wir weitermachen. Sind wir hier an einem See angekommen. In ein paar Schwimmstunden hier. Ach, eine schwimmende. Ach, Kacke. Werkbank verloren. Habe ich meine Werkbank weggeworfen. Das ist blöd. So und auftauchen, sonst ertrinke ich hier noch. Ertrinken ist nicht so cool. Schwimmende Spinnen. Die Viecher können schwimmen. Ach du Schande. So. Joha. Die Spielstörung in dem Modus noch ein bisschen kapieren. Da bin ich vielleicht noch nicht so unbedingt gut dabei. Unter Wasser. Ein bisschen rumlaufen. Huhuhu. Ja. Kommen wir zu einem Ufer. Die Squids dort, die sind auch die. Wie heißen? Heißen die Squids? So ähnlich heißen sie. Hätte ich mal gelesen. Dachte ich. Das sind die Spinnen der Unterwasserwelt. Bloß nicht so aggressiv. So, kommen wir jetzt mal aus diesem Forstland hier raus. Das wäre mir lieb. Ich mag das hier nicht. Gefällt mir nicht so sehr. Ich wäre gern woanders. Aber wir sind bestimmt in die völlig andere Richtung gelaufen, in die wir eigentlich wollten. Weil da war ich hier noch gar nicht. Den Klaus und meine Items habe ich beide verloren. Das ist mal sicher. So. Hops, Berge hinauf und Berge hinunter. Na, Hügel, um genau zu sein. Dieses Biom, das nimmt ja gar kein Ende. Huh, Fallschaden. Ach du Schande. Wir sollten schleunigst Fallschaden verhindern. Wir sollten da mal ein bisschen besser aufpassen. So, ein paar Pilze habe ich. Kann man die essen? Nicht wirklich, scheinbar. Ich bräuchte vielleicht mal wieder was zu essen. So ein bisschen Hammelfleisch. Rübs. Hat ihm geschmeckt. Na dann. Ein weiterer Fluss. Hier ein See. Jetzt ein Fluss. Wasser gibt es hier schon mal. Braucht man nicht zu verdursten. Ist zwar vielleicht nicht so gerade sehr gut trinkbares Wasser, aber ja. Louisiana. Die sind hier überall, die Hühner. Aber mein Klops, die ist verschollen. Wahrscheinlich schon in der Nacht, als ich dort oben geschlafen habe. Wir wissen es nicht.
Wir werden uns einen anderen Klaus suchen. Klaus wird wiederbelebt. So sieht's aus. Klaus der Zweite. Aber erstmal wollen wir hier weiter. Raus aus diesem Biom hier. Mann! Ich mag das nicht. Spiel. Bring mich in ein anderes Biom. Mann, ich trab hier schon seit Ewigkeiten durch dieses Biom. Ich will mal weiter. Noch ein Schaf. Ich wollte gerade sagen, wir können uns ja schon mal Wolle craften, falls wir nochmal sterben gehen, aber ja. Ist ja klar, wir haben das Wollchen da nicht mehr mit dabei. Schwarzes Schaf. Nicht einmal killen, dann können wir uns vielleicht ein schwarzes Bett sogar machen. Kleiner Upgrade. Falls wir dreimal schwarzes Schaf kriegen. Na komm. Schaf. Nicht den Abhang runterfallen. Da kriege ich deine Wolle nämlich nicht wieder. Zack, zack. Oha. Da ging es schon steil bergab. So, schwarze Wolle. Schwarze Wolle. Sehr gut. Hoffen wir noch zwei andere schwarze Wollen. Haben wir ein neues Premium-Bett. Ich weiß nicht, ob schwarze Wolle jetzt unbedingt Premium ist. Ich meine, man kann die ein bisschen auch färben, damit sie schöner sind. Hey! Ein Verwandter von Klaus hat mir gerade ein Ei geschenkt. So. Ja, alle Hühner sind jetzt Verwandte von Klaus. So schaut's aus. Und weiter geht's, immer voran, immer weiter durch die Gegend hindurch, dass wir hier hoffentlich mal hinauskommen aus dieser Gegend. Und dann laufe ich jetzt hier mal im Kreis durch dieses Biom. Ich hab keinen.